Sonst müsste um die Ecke hier, dann komme ich dran. Will ich nicht, tue ich nicht. Ach, krasse. So. Was ist eigentlich noch zu machen? Die Querstreben müssen wir noch machen. Ja. Eine die Querstreben. Eine Seite muss noch gemacht werden. Vom Turm. Eine Turmsäule muss hier noch hochgezogen werden. Ja. Hier mache ich, aber das kann ich, glaube ich, außerhalb des Streams machen. Hier noch die gemeißelten eben rein. Hier seitlich. Hier auch. Wo bist du denn jetzt? Hier? Ja. Hier im Inneren? Ja. Ah, das haben wir hier auch gemacht. Dann machen wir das auf der anderen Seite auch. Hier muss auch noch fertig gemacht werden, weil ich hatte keine gemeißelten mehr gehabt damals. Ja. Und, sind ja auch teuer. Ja, also eine Turmsäule. Die gemeißelten und die Querstreben. Und die Querstreben, genau. Und Rangi macht und dann noch, die andere Orgel. Eine zweite Orgel und dann sind wir fertig. Ach krass. Sind wir dann echt schon fertig? Dann sind wir fertig, ja. Irgendwie wird mir das Film fehlen, ne? Wir haben ja ein neues Projekt. Ja, aber weißt du, da hast du. Ich freue mich da auch schon irgendwo drauf, ne? Auf dieses indische. Auf diesen indischen Tempel. Aber der hat halt nicht das ganze Geschnörkseln und sowas dran, weißt du, was ich meine? Der wird von der Beschaffung her, also Materialbeschaffung, wird ja eine Herausforderung sein, weil Sandstein gibt es ja nicht so viel wie Stein. Ja, aber du kannst aus 4 Sand einen Sandstein machen. Ja, aber ist schon teuer. Dann ist müssen wir hier... Teuer. Also wir haben hier dann noch ein bisschen zu tun mit der Fehlerbehebung. Zum Beispiel fehlt hier eine Fackel. Wo fehlt eine Fackel? Ich bin hier am Chor. Du bist über mir. Hier fehlt eine Fackel. Ja. Auf manchen Säulen fehlen noch Fackeln. Wir hatten mal geguckt, ob wir für die unteren Chorfenster Umrandungen bauen können. Kannst du dich erinnern? Ja. Wir sind, glaube ich, zu dem Schluss gekommen, dass wir das nicht können. Kann das sein? Ich glaube, Da ist er sehr unvollständig hier. Hier hinten. Ja, hinten sieht er noch komisch aus, ne? Hier in der Mitte geht es. Wenn man direkt von hier guckt. Aber die Seiten hier vom Chor, die sind nicht so dolle geworden. Ja, das sieht noch komisch aus. Ne? Ich weiß nicht, ob man das noch. Hier der Übergang zwischen den beiden Fenstern hier zum Beispiel. Das ist, ja. Also da hat man ja auch versucht mit dem Zaun mal drumherum. Das hat gar nicht ausgesehen. Nee, das hat nicht geklappt. Nee. Ich frage mich trotzdem, trotz und alledem, Ja. Wenn man jetzt hier einen Zaun lang zieht. Aber es ist halt die Frage, warum ausgerechnet da? Weil es einigermaßen in der Mitte ist, wenn du von außen guckst. Es ist einigermaßen in der Mitte. Ich würde das jetzt mal versuchen, da hochzuziehen. Ja, mach mal. Die Streben werden noch zu tun geben. Hä? Ich würde sagen, ja, wir Streben machen uns eine Villager-Farm und holen uns Effizienz 5 Bücher. Da geht das fix.
Ich habe ja eine Mob-Farm, die muss ich nur noch zu Ende machen. Deswegen. Jetzt mal. Hier oben ist auch. Warum? Ach, der hört das auf. Bis hochziehen. Da hört das auf. So. Ach, Mann! Ah, du hast Gott sei Dank die Spitzhacke. Ich habe eben nämlich auch zwei Cobbles wieder. Wo will ich das haben? Oh. Siehst du das, Gerda? Was? Wo? Hier müssen wir auch noch mal ran. Ja, das sieht auch noch glücklich aus. Genau, ich dachte ja, die Fehlerbehebung. Auch, ja. Aber ich finde, diese Strebe da hochzuziehen war schon mal eigentlich gar nicht so eine schlechte Maßnahme. Das könnte man hier jetzt mal auch machen. Einfach Treppe neu setzen, ja, das müssen wir machen. Ich glaube, das mache ich auch mal eben. Weil den Fehler sehen wir nämlich jetzt gerade. Dann ist immer die Frage, ob der auf der anderen Seite auch genauso ist, der Fehler. Mm. Das ist ja häufig der Fall. So, jetzt ist er da nämlich richtig. Okay. Aua. Ich gehe mal eben auf der anderen Seite gucken. Oh, das sieht immer noch nicht doll aus, aber schon mal besser. Oh, hier ist er richtig. Als vorher. Und wenn man da jetzt noch einen Bogen draus machen könnte. Ne, hier sind die Treppen richtig. Das eigentlich links nebenan auch. Achso, ja, da hatte ich ja eben gesehen, genau. Ich hatte erstmal auf der anderen Seite gucken wollen. Aber ich jetzt wusste, auf welcher Höhe ich da gucken muss. So, jetzt haben wir das hier schon mal gefixt. So, sehr schön. Oh ja, das geht aber wirklich, wie du das da gemacht hast mit der... Ja, irgendeine Verzierung muss dahin. Das sieht sonst komisch aus. Ich höre einen Huhn. Finde ich gerade nicht so geil. Du brauchst hier oben Hörner. Und hier noch so ein Dreizack und alles rundherum aus Lava. Ja, so einer bist du. Pass mal auf. Rangi, was ist los? Hä? Red Evil Chicken ist real, ja? Was hast du mit Rangi gemacht? Bleib da hinten, ey.
Wie würde es so aussehen, wenn wir hier noch so runtergehen würden? Guck mal. Wenn wir hier noch, hier unten einen Zaun hinmachen, oder soll ich den wieder wegnehmen? Nee, mach doch. Mach doch hin. Wir haben ja mal beschlossen, wir können gar nicht zu viele Verzierungen setzen. Das geht nicht. Ja, das stimmt auch wieder. So, damit ist ein bisschen besser, aber... Ja, diese Ecke ist pottenhässlich. Und am liebsten würde ich sie abreißen, aber da kriege ich Ärger mit dir. Siehst du meine Bewegung? Was, Opi? Ja. Ja, ne? Nein, zum Abriss, ja, du kriegst Ärger. Ja, genau. Also lassen wir es so rottenhässlich, wie es ist. Das ist misslungen. Kann man nicht anders sagen. Aber wie könnte man das denn anders machen? Das muss nach außen. Was wäre, wenn man diesen Teil hier so bis hierhin machen würde? Aber dann stimmt meiner Meinung nach drin, muss das noch ganz mehr, ne? Anders. Ja, dann stimmt das. Das hat total Konsequenzen, wenn wir hier irgendwas machen. Meiner Meinung nach muss das irgendwie so. So irgendwie und mustert. Boah, das ist aber eine Masse, wa? Ja, aber wenn du jetzt in den Game Mode 1 reingehst und nach oben fliegst, was ich meine, jetzt hier hochfliegt. Aber dann stimmt das innen drin nicht mehr. Richtig. Und dann stimmen auch die Gewölbe nicht mehr. Nee. Und deswegen können wir das nicht machen. Aber eigentlich wäre es so richtig. Und ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern, wie es gekommen ist, dass das so falsch ist. Ich weiß, dass wir die Mauern unten nochmal abgerissen hatten. Ja, haben wir. Ne? Wir haben alles neu gesetzt, damit es wirklich halbrund ist. Und ich weiß nicht, warum es an dieser Ecke so geworden ist. Das kann ich dir nicht sagen, aber eigentlich müsste es genauso halbrund werden. Und hier drüben Seite auch. Genauso scheiße. Genauso. Ja. Also damit haben wir jetzt, diesen Fehler haben wir spät gemerkt und damit müssen wir jetzt leben. Ich baue jetzt innen die Gewölbe nicht nochmal neu. Nee, da müsste auch Carsten wiederkommen. Und ja, hier wirklich. Wieder alles ausrechnen und ehrlich nicht, aber so müsste es eigentlich sein. Ja, aber ich verstehe das echt nicht, warum die Außenmauer so geworden ist. Man müsste jetzt alle Folgen noch machen, das zu sehen. Ja. Wenn es jetzt schon scheiße ist, dann habe ich das damals ja nicht sonderlich gut ausgerechnet, doch. Also die Säulen innen drin, wenn man reingeht, wir gehen jetzt mal rein. Das war Carsten eben, ja? Ja, genau. Wir gehen jetzt mal rein. Hier innen drin sieht super aus. Innen sieht es super aus. Guck es dir an. Es ist die Bögen, die Säulenbögen sind perfekt. Aber von außen sieht es halt... Ja. Ich könnte auch gar nicht so genau sagen, wo das jetzt ist. Es müsste vielleicht diese Ecke hier sein. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das hier diese Ecke hier ist. Ne? Ja.
Aber von innen geht das. Ich gehe mal aus dem Game Mod raus und markiere mal hier die Ecke. Mal gucken. Die so kacke aussieht von außen. Kuckuck. Ach, die? Ah, ist das? Ja. Aha. Ja, puh, keine Ahnung. Von innen ist da nichts gegen zu sagen. Ja, eben. Das ist ja das Problem. Von außen sieht's kacke aus. Zauberei. Ja. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es hier hinten ist. Das hier. Ist egal, Carsten ist schuld. Hashtag Carsten mobben. Oh. Nee. Aber jetzt random nicht. Irgendeine Ecke nehmen und sagen, die ist falsch. Glaub nicht, dass das Sinn macht. Ja, die sieht genauso aus, Carsten. Die sieht genauso aus. Hm, jupp. Mach hier mal wieder zu. Achso, ja, danke. Hast du Steine? Sonst komme ich nochmal zurück. Ja, ja. Das ist es ja. Von außen sieht es scheiße aus und nicht von innen. Wenn man sich hier unter die Gewölbe stellt, sehr schön symmetrisch. Gehen hier auch in einem Halbkreis rum. Du kannst ja im Halbkreis unter den Gewölben langlaufen, ne? Hm, nochmal? Du kannst ja unter den Gewölben langlaufen, nach oben gucken und dann siehst du, dass die schön im Halbkreis rumgehen. Ja. Das ist prima geworden. Auch die hier innen, alles paletti. Ihr macht das schon. Ich halte mich mal bedeckt, leise Fall. Ja, also wir werden da nicht mehr rangehen. Das ist so. Nee. Das ist, das geht nicht. Das ist genau wie mit den gotischen Bögen hier hinten im Chor. Das klappt einfach nicht. Das ist zu schräg. Das geht nicht. Also ich kann es nicht. Zumal jemanden findest, der es kann. Die Wände, Carsten, noch mal rausgerissen hatten, weil die waren, ja, glaube ich, vorher hier so ungefähr. Ne, das war alles sehr eng. Ja, die, das war viel zu eng. Ne? Also wir hatten hier nicht viel Platz gehabt. Das hatten wir schon erweitert. Und dabei muss das passiert sein. Ja. Ja klar, dadurch, dass das ja vergrößert ist, ne? Kann das natürlich jetzt so deswegen sein. Na gut. Aber. Also, wenn man hier in die Mitte geht, sieht es sehr schön aus. Oh ja. Das hier ist dein Meisterwerk, Carsten, hier. Hat hier innen. Genau. Die Säulen, die, das steht richtig. Ja. Carsten, Death to Channel. Das war ja nun auch schwer genug. Oh ja. Zeig bitte Carsten mal die Orgel. Machen wir das. Ach, war alles Teamwork. Ja, aber da hinten, das hattest du. Das warst du. Da hast du dich damals, weiß ich noch, gemutet. Damit du in Ruhe rechnen konntest und so. Wir mussten so lachen, als Carsten dann auch anfing. 1, 2. Ja. Und hier die berühmte Wendeltreppe, ach Mann. Ist schick. Tun wir hier wirklich Bänke rein? Eigentlich müssen Bänke rein. Dann sieht man den schönen Fußboden gar nicht mehr.
Das überlegen wir noch. Ja. Ja, okay. Tja, wir hätten wahrscheinlich hinten die Wand nicht erweitern dürfen. Oder besser aufpassen müssen beim Erweitern. Ja. Nee, die war wirklich zu eng. Das war nicht okay. Na, jetzt müssen wir damit leben. Jo. Schaffen wir das? Oder? Ah, nee, geht auch nicht. Oder? Ah, geht auch nicht. Sonst hätte ich gesagt, da wo es kacke aussieht, nur von außen. Weißt du, wie ich das meine? Außen was rumzubauen? Genau, das innen dazu bleibt, aber nur von außen irgendwie was dran machen. Aber dann hast du da so eine Beule. Ja, dann musst du da trotzdem ein Gewölbe oben reinsetzen, ne? Ich sag es ja bloß. Ja. Und dann... Was ist das dann mit den Säulen noch? Die gehen ja dann nach oben weiter und dann hast du diese Streben. Ich weiß es nicht. Ach, ich weiß es alle nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt mal mit dem Spawnpunkt an den Kisten und dann... Ja. Dann ich die Spitzhacke da weg. Huch, bin ja ganz falsch. Ja, ich sollte auch mal ein bisschen entrümpeln hier. Du kommst hier rein. Hey Ball, yeah. Bruchstein. Ja, das kann man eigentlich mal so drin lassen. Das brauchen wir ja eigentlich nächstes Mal wieder, ne? Eben. Das, was ich brauche, lasse ich drin. Ich hab noch ein paar. Und hier, das muss eigentlich auch mal weg, wa? Oh ja, das muss man mal... Ja, naja. Also, dies Jahr nicht mehr. Ich vermute nicht, nein. Also, ich auch. Nächstes Mal ist heute der dritte Advent. Mhm. Ja, und dann ist nächste schon Woche, vierter und genau, Weihnachten. Nächste Woche ist ja der vierte Advent. Und wir feiern vom vierten Advent auf Heiligabend in Papas Geburtstag rein. Das heißt, das geht da schon mal nicht. Dann haben wir Heiligabend. Dann, klar, erster, zweiter Weihnachtstag. Am 27. kann ich auch nicht. Da hat Opa Geburtstag und ein guter Freund von mir hat da auch Geburtstag. Mhm. Ja, dann wäre vielleicht nur noch der Freitag oder der Samstag. Und dann ist ja auch schon Silvester. Genau. Ja, also nee. Das wird nächstes Jahr was. Ja. Denn, dass wir mit den Streben so schnell fertig sind, sehe ich nämlich auch nicht. Nee, ich auch noch gar nicht. Die Ecksäule, die ich eben gemacht habe, da bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob ich da wirklich die Streben wieder richtig dran gemacht habe. Ja, müssen wir mal gucken. Mal gucken, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Jo. Okay. Gut, Steffi, dann wünsche ich dir was zu Weihnachten. Ja, und danke, ich dir eventuell auch. Guten Rutsch. Ja, ich dir auch. Und wieder ein Jahr geschafft. Ja. Wahnsinn. Ja, Knuddel. Jo. Ja. Dann sehen wir uns nächstes Jahr erst wieder. Sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Genau. Na? Schön, dass du wieder dabei warst. Ja, war nett. Wir werden immer, dass wir das überhaupt geschafft haben. Na gut. Das ist immer erstaunlich. Ja. Aber es ist jetzt ist wirklich ein Ende abzusehen. Ja, definitiv. Definitiv. Ich habe letztens noch die 500. Folge gesehen, wo ich da hoch zu dem Dom schaue. Oh Gott.
Da muss ich auch nochmal reingucken. Drei Viertel von dem, was jetzt ist, da war halt noch nicht klar. Ist ja auch derzeit viel passiert, wohl. Ja, ja. Wir fanden es ja schon toll, als die ersten Säulen standen. Oh ja. Ah. Gut, klar. Denn dann schönen Feierabend. Danke dir auch. Und bis demnächst. Ja, bis demnächst. Wir schreiben oder telefonieren ja nochmal. Genau. Wir bleiben in Verbindung. Genau. Das machen wir. Alles klar. Ciao. Ciao. User disconnected from your channel. Disconnected. So. Also.